Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Huch, damit haben die Fans von Florian Silbereisen definitiv nicht gerechnet. Na, das ist mal eine Überraschung. Eigentlich hält sich Florian Silbereisen zu privaten Dingen stets bedeckt, bis jetzt. Florian Silbereisen feiert DSDS-Debüt. Am Wochenende war Florian Silbereisen dabei zu sehen, wie er erstmals bei DSDS am Jurorenpult saß. Für seine Fans eine absolute Sensation. Doch nicht nur Florians erster Auftritt in der Castingshow sorgte bei seinen Anhängern für reichlich Aufsehen. Jurorenkollege Dieter Bohlen ließ es sich nämlich nicht nehmen, während der Show auch ein wenig in dem Privatleben des Schlagerstars zu bohren und konnte ihm damit die ein oder andere Antwort entlocken. Florian wird ins Verhör genommen. Wie die DSDS-Zuschauer am Wochenende beobachten konnten, scheint Dieter Bohlen jede Menge Interesse ans Flores Liebesleben zu haben. So fragte er verschmitzt: Bist du eigentlich vergeben im Moment? Florian antwortete verlegen und mit rotem Kopf: Ich wollte schon immer bei meiner ersten DSDS-Folge über mein Liebesleben reden. Nach einem eindeutigen Nein klingt das jedenfalls nicht. Ob uns Florian in der nächsten Zeit wohl mit einer Liebesbeichte überraschen wird? Wir können gespannt sein. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.